Hallo. Vielleicht hast du schon einmal Bilder von alten Höhlenmalereien gesehen. Oft sieht man da Abbildungen von rinderähnlichen Tieren. Haben die Höhlenbewohner auch Viehwirtschaft betrieben? Gibt es diese Urrinder noch? Von welchem Tier stammt unser Hausrind eigentlich ab? Welche Verwandte hat das Rind? Auf all diese Fragen bekommst du in diesem Video Antworten. Die Vorfahren des Menschen jagten sozusagen die Vorfahren des Rindes. 10.000 Jahre alte Höhlenmalereien zeigen nicht selten Abbildungen des Auerochsen, auch Ur genannt. Der Auerochse war 2 Meter lang, 3 Meter hoch und wog bis zu 1.000 Kilogramm. Damit war er weit größer und stärker als. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7.000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.